Herzlich willkommen auf Boxing Arzt, Leute. Trainieren wir die Profis. Ich bin's wieder, euer Ferhat, und mit dem heutigen Thema die Uppercuts lernen. Ja, Leute, heutiges Thema: die beiden Aufwärtshaken lernen. Einmal den linken Aufwärtshaken und einmal den rechten Aufwärtshaken. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal möchte ich euch sagen, wofür dieser Schlag überhaupt ist. Ja, der Aufwärtshaken, also sieht immer spektakulär aus, finde ich, wenn man den trifft, weil gleichzeitig gehst du auch ein größeres Risiko ein, wenn du die Hand haust. Denn in dem Moment, wo du einen Aufwärtshaken bringst, also sei es ein linker Aufwärtshaken oder ein rechter Aufwärtshaken, gehst du das Risiko ein, dass du selber gut abgekontert werden könntest, falls du den Gegner nicht damit triffst. Warum? Weil in dem Moment, wo du einen Aufwärtshaken schlägst, bist du eigentlich komplett frei, also viel freier als beim linken Haken oder beim rechten Haken oder bei den geraden Händen auch. Und deswegen gehst du ein kleines Risiko ein, aber wenn du das gut beherrschst, diese beiden Aufwärtshaken, dann ist das eine mächtige Waffe gegen den Gegner, um den auch richtig auf die Bretter zu schicken, weil du triffst ihn halt mit voller Wucht komplett nur aufs Kinn, ne? Entweder so ein bisschen seitlicher oder genau auf die Mitte, und wenn du da richtig triffst, dann, wie gesagt, dann liegt der Gegner meistens unten auf dem Boden. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Wir fangen an mit dem linken Aufwärtshaken. Es ist eigentlich, bei den Haken ist es im Prinzip immer das gleiche Spiel. Du bringst die halt, wenn du unterscheidest wieder in der Distanz, wo bist du genau? Bist du in der Nahdistanz oder bist du in der Weitdistanz? Und wenn du jetzt in der Weitdistanz bist, würdest du jetzt zum Beispiel mit dem linken Aufwärtshaken, also mit der vorderen Hand, würdest du verlagerst wieder das Gewicht auf das linke Bein, okay? Und wenn er jetzt ein bisschen weiter weg steht, also in der Halbdistanz, dann würdest du den Bogen weiter öffnen, also wie du hier erkennen kannst. Okay, hier wäre jetzt sein Kopf und ich würde die Hand dann von hier, bam, da reinbringen. Von hier, bam, da reinbringen. Von hier, bam, da reinbringen. Weiter vorne. Wenn er jetzt weiter näher dran ist, also im Infight, wenn wir jetzt im Infight sind, gerade auch hier die Aufwärtshaken, eine mächtige Waffe, der Infight. Wenn du hier stehst im Infight, dann bringst du ihn genau hier hin. Und wie hab ich jetzt wieder den Ellenbogen? Auf 90 Grad. Und es ist genau das gleiche Spielchen auch wie bei den Haken, also bei den Kopfhaken von der Seite. Also, Weitdistanz, weiterer Bogen, Nahdistanz, engerer Bogen, okay? So trifft man das. Genau das gleiche Spielchen auch mit dem rechten Aufwärtshaken. Hier ist es dann so, dass du das Gewicht natürlich dann auf das rechte Bein verlagerst. Ne? Du verlagerst das Gewicht auf das rechte Bein und von hier aus drehst du dich rein. Wenn er jetzt hier in der Nahdistanz wäre, hast du den Ellbogen auch ungefähr auf 90 Grad gebeugt. Bumm, triffst du ihn. Wenn er jetzt ein bisschen weiter ist, bumm, triffst du ihn ein bisschen länger. Achte darauf, natürlich, wie bei allen also wie bei der komplett bei den Schlaghänden, also sei es gerade Kopfhaken oder auch jetzt Aufwärtshaken, du musst dich wieder lang machen. Ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, dann kannst du das besser sehen. Wenn du hier bist, Gewicht auf das rechte Bein verlagert, bumm, du musst dich lang machen wieder. Du siehst, ich habe mich hier komplett reingedreht, um da zu treffen. Okay? Oder halt, wie gesagt, in der Nahdistanz, bam, triffst du ihn hier rein. Genauso könntest du auch zum Körper kannst du auch so treffen. Ne? Bam, dann triffst du auch hier rein. Richtig ordentlich. Das wäre dann der Körperhaken. Oder auch mit dem linken. Zeige ich euch mal am Sandsack. Hier. Boom. Du würdest ihn hier treffen. Da triffst du ihn mit dem Aufwärtshaken. Oder hier an der Körperseite würdest du ihn dann hier von der Seite, bam, da treffen. Okay. Und mit rechts zeige ich euch das auch noch. Du stehst hier, ne? Entweder du triffst ihn hier oben, mit dem Aufwärtshaken zum Kopf oder zum Körper, hier, dann würdest du ihn dann hier treffen, ordentlich. Bumm, bumm, okay? 90 Grad, bumm, feuer deinen Schlag in ihn durch. Wenn du zum Körper triffst, ist es immer wichtig, dass du beachten musst, dass du dir vorstellst, dass du den Schlag in ihn reinbohrst. Also du bohrst richtig die Hand, deine Faust bohrt sich in ihn rein. Es gibt Leute, die hauen zum Beispiel so wilde Schwinger von der Seite zum Körper auch, dann streifen sie den Körper nur.
dann streifen sie nur. Wenn du hier siehst, die würden dann so machen. Die streifen nur. Das tut nicht, bei weitem nicht so weh, wie wenn du die Hand richtig reindrehst. Ne? Komplett reindrehen. Du stehst hier, bumm. Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein, bumm. Hier unten dann, bumm. Wie beim Aufwärtshaken. Genau das Gleiche. Es gibt jetzt noch eine Sache, die du beachten musst bei dem Aufwärtshaken. Bei solchen Sandsäcken wie den hier jetzt ist es eher ungeeignet, dass du den Aufwärtshaken bringst, weil da kannst du dir schnell Verletzungen im Handgelenk holen. Weil die Trefferfläche ist halt nicht, du willst ja auf eine Fläche treffen, die eigentlich so ist. Ne? Und dementsprechend gibt es auch spezielle Sandsäcke dafür, die dann auch so eine, ja, so einen Ring haben oben drauf. Also die haben dann hier oben, haben die dann so einen Ring und da kannst du dann perfekt dann reintreffen. Wo du dann auch, hier hast du dann so eine Fläche, wo du reintreffen kannst. Und da kannst du die perfekt üben, die Aufwärtshaken, was ich dir dann auch empfehlen würde. Also erst auf diese Sandsäcke dann hart reinzuhauen mit dem Aufwärtshaken. Bei diesen würde ich dir das auf jeden Fall nicht empfehlen, weil sonst holst du dir wirklich, kannst du leicht umknicken mit deinem Handgelenk und dann kannst du dich da verletzen und das wollen wir eigentlich nicht. Also, der Unterschied ist, du musst unterscheiden, wie der Fazit. Unterscheide, wo du stehst, Weitdistanz, Nahdistanz. Wenn du in der Weit stehst, machst du dann Gewicht verlagern. Ich zeige dir das von vorne nochmal. Aufwärtshaken links, bumm, okay. Aufwärtshaken rechts, hier runter, bam, triffst du. Weite Distanz, weiter Bogen, Nahdistanz, ungefähr 90 Grad Bogen. Ja Leute, wir sind auch schon am Ende dieser Folge angelangt und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Falls du dazu Fragen haben solltest, dann kannst du das unten in der Kommentarbox hinschreiben. Ich beantworte dir das dann so schnell ich kann wieder. Ja, abonniere meinen Kanal, freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.